Hallo ihr Lieben, es gibt ja so viel Neues zu berichten. Knichel! So, vorweg, die schnellsten und neuesten Knichel-News, die gibt es immer auf Instagram. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da alle folgt. Denn auch in den Insta-Stories zum Beispiel, da seht ihr immer just in diesem Moment, wo ich gerade bin und was ich gerade mache. Da gibt es halt viel, viel mehr News eigentlich als hier. Aber ich will hier mal so die groben Sachen zusammenfassen. Radio Energy. Diesen Sonntag am 23.07.2017, da bin ich live im Radio zu hören. Ab 20 Uhr geht das los in der YouTube-Show von Radio Energy. Moderiert von meinem lieben Freund Mr. Trashpack. Und das Ganze könnt ihr dann sogar auch bildlich sehen auf dem YouTube-Kanal von Radio Energy. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Breeding Unicorns. Ebenfalls bin ich demnächst auf dem Kanal von Melissa Lee zu sehen. Wann genau, das erfahrt ihr dann auch ziemlich zeitnah auf Instagram. Ansonsten könnt ihr Melissa sehr gerne abonnieren. Auch das steht in der Videobeschreibung. Video Days. Ja, nur mal eine ganz kurze Ankündigung. Ich bin auch wieder auf den Video Days in diesem Jahr und freue mich da, euch zu sehen. Und wo ich da immer genauso bin und so, halte ich auch ständig in meinen Insta-Stories auf dem Laufenden. Wie ihr merkt, ist wirklich Instagram momentan mein Social-Media-Ding Nummer 1. Es ist so. Es ist einfach so. Hashtag ist so. Auweia! So, jetzt möchte ich euch ein ganz neues Projekt vorstellen. Das heißt Auweia. Das wird nur einmalig aufgeführt am 16. September in der Heilandskirche in Hamburg. Es wird aber zwei Aufführungen geben, zwei Vorstellungen. Die sind auch ziemlich kurz. Die dauern so ungefähr eine Stunde. Es gibt freien Eintritt für alle. Wie geil ist das denn? Und es ist ein Liederabend. Das sind so lauter bekannte Songs. Die sind zusammengestrickt zu einer Geschichte. Und es wird kein Wort gesprochen. Es wird nur gesungen. Aber es wird unglaublich schön. Also es lohnt sich vorbeizukommen, auf jeden Fall kommt vorbei. Ja, wir sind da insgesamt 5 Darsteller und wir werden von einem Klavier und einem Cajon begleitet. Ich würde mich unglaublich freuen, euch da alle sitzen zu sehen mit Knichel, ich will ein Kind von dir schildern und so. Nein, Quatsch, aber kommt vorbei. Ich freue mich und nach der Aufführung bleibt da bloß stehen. Es gibt auf jeden Fall so Meet and Greet. Ich komme auf jeden Fall zu euch und werde ein bisschen mit euch quatschen und euch ein bisschen kennenlernen oder euch wiedersehen oder wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über euch freuen. Leider lustig. Ich war wieder in Köln und habe für Leider lustig einen Sketch gedreht mit meinem lieben guten alten Freund Marty Fischer und mit einem ganz bekannten Gast, aber ich darf noch nicht so viel darüber verraten. Leider wird es in der zweiten Staffel kein Eltern-Wiki geben, das ich ja immer durch die ganze Staffel so durchzog. Deswegen bin ich tatsächlich in der ganzen zweiten Staffel nur in einem Sketch zu sehen, aber der hat es dafür ziemlich in sich. Guckt euch so lange doch auf zdftv.de die erste Staffel nochmal an. Vor allen Dingen die letzte Folge, da gibt es am meisten Knichel. Ausgestrahlt wird meine Episode Ende des Jahres. Ich halte euch auch da auf Instagram auf dem Laufenden. Der Ja, nochmal ein ganz kurzes Statement zu Der Doktor. Ich habe wirklich alle Szenen im Kasten der 6. und auch schon der 7. Folge, aber ich komme mit dem Schneiden nicht hin und her und es gefällt mir auch immer nicht so. Es wird viel, viel zu lang gerade und ich muss noch kürzen und es irgendwie ein bisschen knackiger machen, damit es wirklich ein bisschen rund wird, das Ganze. Und es ist wirklich richtig, richtig viel Arbeit. Und ich bin am Schneiden wie verrückt, aber ihr merkt ja selbst, ich habe sehr viel um die Ohren mit Proben und so weiter und so fort. Bitte habt Nachsicht, dass es noch etwas dauert, aber es kommt und auch da werde ich euch hier und auf Instagram natürlich auf dem Laufenden halten. So, das wäre es erstmal mit den groben News und wo seht ihr die ganzen kleinen News? Natürlich, habe ich ja oft genug gesagt. Alles klar, wir sehen uns, bis dann, Rock'n'Roll, euer Knichel.